Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die Universität Ulm in Baden-Württemberg lädt jedes Jahr ein ins Ulmer Stadthaus zu einem öffentlichen Veranstaltungszyklus über ein gesellschaftsrelevantes Thema. Dieses Jahr wird bei den Ulmer Denkanstößen, so heißt das da, nachgedacht über Einsamkeit und Isolation. Und das wollen wir nun gemeinsam tun mit dem Kasseler Soziologen Janosch Schobin, der dort teilnimmt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Herr Schobin, Ihre Forschung geht ja eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Sie forschen zu Freundschaften und zu echten sozialen Netzwerken. Sind denn einsame Menschen automatisch solche ohne Freunde und ohne Netzwerke? Nein, nicht automatisch, nein. Es gibt natürlich einen statistischen Zusammenhang, aber der ist nicht so stark, wie man sich den vorstellen würde. Also weder sind Leute, die viele Freunde haben und ein starkes Netzwerk, automatisch nicht einsam, noch gilt das Umgekehrte. Aber es gibt so eine Art Untergrenze. Gar keine Freunde und gar keine Familie führt mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Vereinsamung. Nun hat sich ja durch die digitalen sozialen Netzwerke gerade das Bild von Freunden, was ist das überhaupt, stark gewandelt. Also wenn, sagen wir mal, eine ständig in Kontakt steht mit ihren WhatsApp-Freundinnen, mit ihren Facebook-Buddies und ihren Twitter-Followern, kann das echte Freunde aus Fleisch und Blut ersetzen? Ja, was heißt ersetzen? Also ich glaube, das hat so nicht stattgefunden. Also was aus meiner Sicht passiert, ist, dass natürlich solche Medien gewissermaßen Zeit fressen. Ne? Das heißt beispielsweise Wegezeit, da hat man früher nichts gemacht, da hatte man Zeit für Muße, da wird jetzt kommuniziert. Arbeitszeit ist natürlich beliebt, da wird jetzt auch mit Freunden kommuniziert. Dass das tatsächlich Zeit ersetzt, in der man früher face-to-face mit Freunden kommunizierte, das sehe ich weniger. In Familien kann ich das nicht so gut beurteilen. Also inwiefern das Medien wird, dass es dann Familienmitgliedern erlaubt, nicht miteinander zu sprechen, das ist nicht so der Gegenstand meiner Forschung. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass das zu einer massiven Veränderung der Zusammensetzung der Freunde geführt hat. Wie groß ist denn überhaupt die Vereinsamung in Deutschland? Was weiß man über dieses Problem? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben zwar Statistiken, also wir fragen schon seit den 90er Jahren beispielsweise die Frage, wie häufig fühlen Sie sich einsam? Nicht ganz genau so gestellt, aber in etwa. Da sehen wir keine großen Veränderungen. Das ist so ein, je nachdem, wie man es berechnet, so ein 5-15% Phänomen. Mhm. Sind es denn, wie ich vermuten würde, vorwiegend Ältere, die vereinsamen? Ja, hat stark mit dem Alter zu tun, also aber nicht so sehr, weil die Leute älter werden, sondern vielmehr, weil die Auslöser von Vereinsamung mit dem Alter zunehmen. Also vor allen Dingen das Versterben des Ehepartners, aber auch von Eltern. Also je länger man lebt, umso höher sind die Chancen, dass solche Auslöser halt im eigenen Leben auftreten. Der Psychiater Manfred Spitzer nimmt auch an der Tagung teil und er macht da einen ganz klaren Unterschied zwischen einsam und allein. Zunächst mal muss man das Gefühl der Einsamkeit unterscheiden von der tatsächlichen sozialen Isolation. Es gibt Leute, die sind dauernd unter Leuten, fühlen sich aber einsam. Und das ist das, was so pathologisch an dem Gefühl ist. Es kann auch auftreten, wenn eigentlich gar kein Grund da ist. Umgekehrt gibt es Leute, die sind gerne allein, die suchen auch das Alleinsein auf. Die Einsamkeit, die sucht man eigentlich nicht, weil die ist immer, zumindest so, wie sie wissenschaftlich betrachtet wird, unangenehm, weil sie eben mit Schmerzen einhergeht. Und ja, das will keiner. Stimmen Sie zu? Naja, ich denke schon, keiner wäre jetzt nicht ganz richtig. Es gibt natürlich beispielsweise im Mönchstum eine lange Tradition, die Einsamkeit, auch die schmerzhafte, aufzusuchen, weil man die als eine bestimmte Form der Prüfung auch ansieht. Ne? Also wenn man so will, die Athleten Gottes haben durchaus auch Einsamkeitstraditionen gepflegt, indem man diese Art negative Einsamkeit in was Positives umgedeutet hat. Aber im Großen und Ganzen stimmt das, ja. Und wenn Spitzer von der Volkskrankheit Einsamkeit spricht, die ernste Folgen für die Gesundheit haben könnte, übertreibt er da? Es ist schwierig. Also ich gehe davon aus, dass das stimmt, also dass Einsamkeit auch sich negativ auf Gesundheit auswirkt. Wie groß diese Auswirkung ist, das ist aber sehr strittig. Das andere Problem, das wir haben, ist, dass es einen Zusammenhang dazwischen gibt, krank zu sein und Einsamkeitsgefühle zu äußern. Das heißt, je kränker jemand ist, umso legitimer ist es unter Umständen auch, sich zu beklagen über Vereinsamung.
Das heißt, wir wissen nicht so genau, wie viel davon Artefakt einfach ist, weil eine kranke Person in der eher legitimen, aus der legitimen Rolle heraus spricht, auch das Soziale anklagen zu dürfen. Und das ist nicht so ganz einfach zu lösen. Sie haben unseren Umgang mit Einsamkeit in Deutschland und unseren deutschen Blick darauf verglichen mit dem anderer Kulturen. Das wird, wenn ich es recht verstanden habe, ja auch Thema Ihres Vortrags sein in Ulm. Was unterscheidet denn die Deutschen im Umgang mit Einsamkeit von anderen? Also bei uns ist das Thema sehr stark schambesetzt. Also ich habe zum Beispiel immer gefragt, wem würden Sie das erzählen, wenn Sie einsam wären? Und bei uns ist das in der Regel ein ganz enger Kreis von Leuten, dem das überhaupt gesagt werden würde, falls überhaupt jemand. Und in Lateinamerika, um da mal den Kontrast zu machen, ist es was, das sagt man durchaus auch öffentlich, also in einer breiteren Öffentlichkeit. Und mir ist das sogar selber während meiner Feldforschung passiert, dass ein Herr, den ich flüchtig kannte, also den kannte ich aus dem Supermarkt, weil ich mich da immer mit dem unterhalten habe, und der eines Tages kam und er sagte zu mir, Bruder, die Einsamkeit bringt mich um. Also wo man einfach merkt, dass auch nahezu Unbekannten das mitgeteilt werden kann. Und das Thema ist halt nicht schambelastet, weil es eher, wie soll man sagen, Appell an soziale Unterstützung ist, der, von dem man weiß, okay, der trifft bei dem anderen auf Wohlwollen. Und das ist bei uns eher nicht so. Beobachten Sie das nur oder werten Sie das auch? Gehen also zum Beispiel die Menschen in Lateinamerika besser damit um als wir in Deutschland? Also Soziologen sind erstmal da nicht so an Bewertung interessiert. Uns interessiert, wie machen die das? Ne? Was für einen sozialen Sinn hat eine Einsamkeitsklage? Das ist was in der psychologischen Forschung, auch in der medizinischen Forschung natürlich irgendwie hinten runterfällt. Bei uns geht es natürlich um die Frage als Einsamkeit, als kommunizierter Emotion. Ich sage das jemandem und was macht das dann in meinem sozialen Umfeld? Und Lateinamerika generiert das in der Regel soziale Unterstützung irgendeiner Art. Ne? Es führt auch tendenziell eher dazu, dass die Person aufgewertet wird. Also das hat natürlich auch viel mit Religiosität zu tun, mit religiösen Praktiken zu tun. Um so ein Beispiel zu nennen, ich habe Witwen interviewt und die haben sehr stark über Einsamkeit geklagt, weil ihr Partner verstorben war. Aber die Familie sah das sehr positiv. Also die hatten zum Beispiel so Heiligenbilder und dann wurde das Bild des Toten neben die Heiligenbilder gestellt. Und dieses Ritual, dadurch kümmerte man sich um die Familie. Und das heißt, die Einsamkeit der Person war gleichzeitig ein Dienst an der Familie. Und dementsprechend was eigentlich Positives. Und diese Umdeutungen, die finden in so einem Kosmos halt statt. Hat es vielleicht auch was mit dem deutschen Sozialstaat zu tun, wo die Menschen ohnehin davon ausgehen, die Institutionen werden Leuten, die Hilfe brauchen, schon helfen? Zum Teil, also bei Einsamkeit ist das nicht erforscht, bei Armut kennt man das gut. Also bei Armut wissen wir, dass es in Südeuropa so ist, wenn jemand in ökonomische Schwierigkeiten gerät, dann mobilisiert das ein soziales Netz, er kriegt mehr Unterstützung von seiner Familie, von seinen Freunden, von seinen Verwandten. In Deutschland ist das nicht so. Bei uns, wenn jemand arbeitslos wird, tendieren die Leute dazu, sich zurückzuziehen. Arbeitslose haben beispielsweise weniger enge Freunde als Leute, die nicht arbeitslos sind. Und in Deutschland gibt es eher die Tendenz, den Leuten so eine Art Rückzugsraum zu gestatten, damit man dabei nicht, wie soll man sagen, damit man das regulieren kann, diese Außendarstellung als jemand, der irgendwie den Missgeschick ereilt hat, regulieren kann. Und ich glaube, das spielt da schon eine Rolle. Bei den Ulmer Denkanstößen dieses Jahr geht es um Einsamkeit. Dabei sein wird auch der Kasseler Soziologe Janosch Schobin. Er spricht dort über die Kulturunterschiede zwischen der deutschen Art, mit Einsamkeit umzugehen, und anderen Kulturen. Herr Schobin, herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Karkowski.